Und natürlich auf der richtigen Seite nehmen wir Sie jetzt mit auf Europas größten Blechbazar. Einmal die Woche treffen sich Käufer und Verkäufer auf dem Gebrauchtwagenmarkt in Essen. Und innerhalb nur weniger Stunden wechseln dort mehr als 3000 Autos ihren Besitzer. Vom billigen Kleinwagen bis zur blankpolierten Luxuskarosse. Ein Paradies, ja, ein echtes Paradies für PS-Fans und Schnäppchenjäger, die alle auf der Suche sind nach glänzenden Geschäften. 8000 Euro! Bar auf Dings, 8000 Euro, machen wir klar. Falschen ist sein Job, Autos sind seine Leidenschaft. 8000! Da sind 16 mal 500 Euro lege ich auf den Haube drauf. Cihat Ünal verdient sein Geld im Gebrauchtwagen-Business. Ich habe mir überlegt, weil du eine sympathische Frau bist, 2200 Euro, machen wir das Geschäft. Markenzeichen des pfiffigen Autohändlers, ein lockeres Mundwerk in Kombination mit einer fast schon penetranten Hartnäckigkeit. Das Fahrzeug sagt, kauf mich. 7,8. Nein. Ja, aber das ist denn Ihr äußerster Preis? Alle schmerzhafter Preis. Also alle schmerzhafter Preis. Preise werden auf dem Essener Gebrauchtwagenmarkt immer samstags gemacht. Hier gilt der Handschlag, bezahlt wird Cash. Bereits um 6 Uhr in der Früh rollen sie an. Tausende PS-Verrückte aus ganz Europa. Von Russland, von Litauen, von Spanien, überall. Also international ist das hier. Ja, worum geht's hier? Es geht um, also den Schnäppchen, also richtig Schnäppchen. Ob Klaus-Dieter Lukas Kleinwagen ein Schnäppchen ist, müssen andere entscheiden. Verkaufsstrategie des Rentners, je glänzender das Blech, desto höher der Gewinn. Haben möchte ich 9000 Euro, meine Schmerzgrenze ist so bei 8000. Unter dem lasse ich den nicht hier. 209.000 schreiben wir nur drauf, oder? Gegen eine Standgebühr von 22 Euro bietet Felix Wenzelmann seinen, wie er sagt, 120 PS Traum in Türkis an. Warum sollte ich dein Auto kaufen? Ist ein gutes Auto, zuverlässiges Auto. Farbe ist gut. Findet immer wieder. Bequemes Fahren, gemütliches Fahren. Das musst du gleich nur noch einem Interessenten erzählen. Gucken wir, hoffen wir, kriegen wir hin. 1500, aber er will das Doppelte geben, sagt er. Der erste Interessent. Zur Verstärkung hat Felix seinen Vater Hans-Georg mitgenommen. Mindestens 1000 Euro soll die Stuttgarter Karosse noch bringen. Der Kunde muss nur anbeißen. Ja, neue Reifen drauf, ne? Ja. Hat einiger Kupplung noch. Schöner Aufkleber. Jetzt sehe ich da zwei Rostflecken. Ja. Könnte das eventuell den Preis drücken? Ja, gut. Wenn wir 1500 ansetzen und dann sehe ich dann auf 1200 einigen, habe ich auch gegen die Rostflecken auch nichts mehr. Ne? Das geht wohl. Gut. Baujahr 98 ist kein neues Fahrzeug mehr. Das muss man einfach so sehen. Ja. Ne? Man kann natürlich alles wegmachen. Aber damit kommen wir natürlich nicht mehr weiter. Ne? Aber ist natürlich für die Schlitzohren unter den Autohändlern direkt ein Ansatzpunkt, den Preis zu drücken. Ne? Ja gut, dafür setzen wir etwas höher an. Ne? Ist das Fahrzeug Garagenfahrzeug? Ja. Garagenfahrzeug. Das Problem ist jetzt, wenn ich hier so irgendwo so Schleinschläge, überall so kleine Schleinschläge. Guck mal, hier ist ein Kratzer. Cihat Ünal spielt inzwischen das alte Autoaufkäuferspiel. Mängel finden, Preis drücken. Also den kriegt man nicht weggeschliffen, der ist richtig drin. Ne? 7,6. Nein. Doch Jonas Tuta bleibt hartnäckig. Was ist Ihre Schmerzgrenze? 8,2, habe ich gesagt. Und da rücken Sie auch nicht von ab? Nein, da fahre ich lieber nach Hause. Komme ich nächsten Samstag und versuche ich nochmal mein Glück. Wenn nicht, dann behalte ich das Auto wirklich. 7.600 Euro. Schlag zu. 7.600 Bares legen wir hin, machen wir Kaufvertrag. Autohändler Cihat lässt nicht locker. Den Wagen könnte er gewinnbringend weiterverkaufen. Voraussetzung, sein Ankaufspreis ist niedrig. 7,6. Ich möchte das Fahrzeug nicht heiraten. Ich möchte das Auto verkaufen. Und es muss ja auch geschäftlich lohnen. Ich möchte nicht überstürzen, okay? Nein, um Gottes Willen. Alles klar. Am Ende kommt es zu keiner Einigung. Der Deal platzt. Was ist Ihre Schmerzgrenze? Sagen Sie was. Na? Sagen Sie mal, dann gucken wir erstmal. Was soll ich sagen? 500? Nein, da brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. Zurück zu den Wenzelmanns. Die Preisvorstellungen von Vater Georg und dem bisher einzigen Interessenten gehen weit auseinander. Vielleicht mag es an der auffälligen Lackierung liegen, dass sich niemand so recht für den Gebrauchten interessiert. Da ist alleine schon was wert, die Farbe, ne? Aber da muss man auch schon selten einen Geschmack haben, ne? Ach. Das ist aber Geschmackssache, das ist Ansichtssache, wie man das sieht. Ne? Aber eins ist sicher, wenn Sie auf dem Parkplatz stehen von 1000 Autos, den finden Sie schneller als jedes andere Auto. Ne? Sieht ja auch
Passt ja auch zu dem Autostil, zu der Klasse. Ne? Die Farbe passt da wohl zu, finde ich wenigstens. Ne? Ich mache eine Runde, wenn ich und komme zu ihm. Ja gut. Na? Ja, alles klar. Ja, bis später. Das war wohl nichts. Und auch bei Klaus-Dieter Lukas läuft das Geschäft eher mies. Sein Debüt im Gebrauchtwagen-Business hat sich der Rentner spannender vorgestellt. Welche Chancen rechnen Sie sich aus hier? Dass ich ihn hier verkauft kriege, für den Preis, noch vielleicht 30%, 40%. Kann man das Fahrzeug noch kaufen? Ja, sehr verständlich. Schnäppchenjäger Chihat ist inzwischen erneut fündig geworden. 2004, 73 gelaufen. Ist das Fahrzeug aus erster Hand? Das Problem, Auspuff hat irgendwie Probleme. Weil das Auspuff Das Problem ist jetzt, es sind jetzt zwei an dem Fahrzeug, zwei Dillen. Ja. Okay, die Dillen kann man machen. Ja. Es kostet Money. Ja. Der Autohändler wittert ein Schnäppchen und eröffnet das Bieterduell. Für den Seifenkissen gebe ich 2.100 Euro, wir machen das. Halt fest. Nein. Nein, das ist mir zu wenig. Nein, mache ich nicht. Ich gebe für das Seifenkissen 2.100 Euro. Machen wir klar. 2-3. Aber nicht mehr weiter. 2-3. Nee. Nee, Schluss aus. Ja, vorbei. Genau. Oder. Hat er was zu sagen? 2-3 und Schluss. Fertig. Weißt du was? Wir machen. Ja, alles klar. Wir machen, genau. Er könnte ein bisschen mehr sein, aber er war hartnäckig. Aber Sie auch? Ja, aber ich wollte trotzdem mehr haben. Lässt sich gut wieder verkaufen. Weil ich schönes Seifenkissen, sagen wir so. Das Cabrio wird der Händler aus Gelsenkirchen später mit 1.000 Euro Gewinn weiterverkaufen, während Klaus-Dieter Lukas und Hans-Georg Wenzelmann mit dem Verkauf ihrer PKW kein Glück hatten. Autohändler Chihat Ünal hingegen nimmt am Ende insgesamt 3 Gebrauchtwagen mit nach Hause. Mein Bauchgefühl sagt, Chihat, du hast richtig gemacht, der Tank ist fertig, ich fahre jetzt zur Firma und trinke mir einen richtig schönen schwarzen Kaffee. Und nächsten Samstag geht's weiter? Nächste Woche, Samstag, geht's weiter. 16 Uhr. Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben die meisten Autos ihre Besitzer gewechselt. Die, die heute ihr vielleicht bestes Geschäft verschlafen haben, wollen wiederkommen und hoffen auf Europas größtem Blechbasar in Essen, am nächsten Wochenende den ganz großen Deal zu machen.